Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Kakarot. Alter, ich bin Vegeta. Ich bin einfach Vegeta. Alter, hier sind Schiffe von Freezer. So kleine Ableger. Ausgelöscht. 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 Die sind alle keine Gegner. Viel zu schwach. Ich will doch nur das Raumschiff in Arsch machen. So einen guten Loot. Das ist wie die Türme der Red Ribbon Armee. Und verbesserter Scouter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Cool. Du hast gar keine Chance. Der Prinz der Saiyajins wird dich vernichten. Gar keine Chance. Ja. Der hatte wirklich null Chance. Aber schau, das war auch der Schwächste von all denen. Hey. Nicht nochmal, das kannst du vergessen. Gallig Schrei. Ja, da weiche ich einfach aus. Gar kein Problem. Ausgelöscht. Der konnte ja gar nichts. Kein Gegner für einen wahren Prinzen. Feuerwerk. Und gehen ab in die Höhle. Stimmt erstmal die Höhle als Versteck. Abgeschlossen, sehr schön. Ja, jetzt schleichen wir uns zum Oberältesten, lassen Bulma zurück in der Höhle. Okay, hab ich trotzdem entdeckt. Jetzt müssen wir uns natürlich verteidigen. Das sah lustig aus. Auf die Roboter zerstört. Fertig. Ja, ich darf jetzt die Kristalle auch nicht einsammeln, weil ich die Energie nicht abfeuern kann. Los, der rennt weg. Wow. Ja, zumindest hat er das vorne Arsch gemacht. Oh, der dicke Dodoria. Los, Krillin! Jawoll! Das ist einfach eine geile Technik. Für kostenlose Angriffe. Okay, bei Dodoria muss man ein bisschen mehr Power geben. Das dicke Ding hält ordentlich was aus. Jawohl, perfekt geblockt.
Los, Krillin, mach mit! Jawohl, die mag's gegeben! Das war nicht schlecht! Level 20, jawohl! Ah, wieder Vegeta. Na, dann wollen wir mal uns an der Party beteiligen. Oh, Vegeta gegen Dodoria. Den mach ich fertig. Volle Power! Ja, der blockt ganz schön gut. Und der hält auch echt viel aus. Ja, der taumelt nicht mal. Blocken! Ja, in die Wand! Sehr gut. Auf die 12. Dickes Ding. Dann gibt's eben das. Er hat sich direkt vor mich gebiegen. Oh oh. Oh, da konnte ich nicht mehr blocken. Jetzt aber. Seine Kopfkammer hat mich trotzdem erwischt. Der ist halt unaufhaltbar irgendwie. Galaxstrahl! Okay, jetzt weiß ich, dass er dreimal angreift und dann seine komischen Murmeln schießt. Was ist das? Das war doch härter als ich dachte. Den kann man halt nicht wirklich ins Taumeln bringen. Nicht so wie die normalen Gegner. Renn zu Mami. Ausgelöscht. Kampf um die Dragon Balls. Vegeta will sie auch haben für seine Unsterblichkeit, genau wie Freezer. Und die anderen wollen einfach nur ihre Toten wieder lebendig machen, die Vegeta kalt gemacht hat und Nappa. Erst zu Doria und jetzt wird Zabon verprügelt. Jawohl! Auf die Fresse! Und die schlage ich extra auf! Volle Power! Du hast keine Chance gegen den echten Prinzen! Einfach abgewehrt! Galaxstrahl! Abgewehrt! Jawohl, gedodged. Oh.
Ja, also irgendwie ist Vegeta sehr nahkampflastig. Oder allgemein die Gegner gerade. Ja, macht doch mehr Sinn, weil die Galaxy-Strahlen ausweichen. Das kann ich höchstens machen. Und das juckt hier halt null. Abwehr! Galaxy-Strahl! Sag's doch, die können ja immer ausweichen. Deswegen muss ich den halt in den Arsch treten. Sehr gut. Zaubern auf den Sack gegeben. Der Oberälteste gibt jetzt Krillin seine verbogenen Kräfte und macht ihn bestimmt dreimal so stark, wie er vorher war. Ja, so ist es. Community-Karte, Marke vom Oberältesten. Ja, das war's für heute mit Kakarot. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dann, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.